Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Aufgabe B4 des Känguru-Wettbewerbs 2022 für die Klassenstufen 11 bis 13 lösen. Der Oberflächeninhalt des abgebildeten Quaders ist A. Mit 6 geraden Schnitten wurde er in 27 kleinere Quader zerlegt. Wie groß ist der gesamte Oberflächeninhalt aller 27 kleinen Quader? Wir könnten jetzt ganz, ganz kompliziert denken. Wir könnten also den Oberflächeninhalt für jeden dieser 27 kleinen Quader berechnen. Wir müssten dazu ganz, ganz viele Variablen einführen und das Ganze würde dann sehr lang dauern. Es muss also irgendwie eine bessere Idee, eine kürzere Idee geben, wie man diesen gesamten Oberflächeninhalt dieser 27 kleinen Quader bestimmen kann. Wir wollen dazu mal einige Bezeichnungen einführen. Und zwar soll der Flächeninhalt dieser Vorderfläche des Quaders einmal mit AV bezeichnet werden. Der Seitenflächeninhalt, dieser rechte Seitenflächeninhalt, bezeichnen wir einmal mit AR. Und dann haben wir noch den Flächeninhalt der Deckfläche und diesen wollen wir mit AD bezeichnen. Der Oberflächeninhalt selbst setzt sich aus 6 Flächen zusammen. Also wir haben hier diesen Flächeninhalt von der Vorderseite, den finden wir hier hinten noch einmal. Dann den Flächeninhalt der rechten Seite, den finden wir links noch einmal. Und genauso ist es auch mit der Deckfläche, finden wir ein zweites Mal als Grundfläche. Wir können also sagen, dass der Oberflächeninhalt des Quaders sich berechnen lässt als 2 mal AV plus 2 mal AR plus 2 mal AD. Und wie sieht es nun mit dem gesamten Oberflächeninhalt aus, der sich aus den 27 kleinen Quadern zusammensetzt? A' sei einmal der gesuchte Oberflächeninhalt der 27 kleinen Quader. Und zunächst führen wir einen Schnitt parallel zur Vorderseite durch. Wir schneiden also hier entlang und dann so herunter. Und was passiert? Ihr seht schon, dass wir diesen Flächeninhalt der Vorderseite 2 weitere Male hinzubekommen. Und zwar einmal als Flächeninhalt dieser Rückseite und einmal als Flächeninhalt von dieser Vorderseite. Also mit einem Schnitt kommt 2-mal dieser Flächeninhalt hinzu. Und gleiches passiert bei diesem hinteren Schnitt. Auch hier kommt noch 2-mal dieser Flächeninhalt hinzu. Das bedeutet, dass wir dann diesen Flächeninhalt der Vorderseite insgesamt 6-mal vorfinden. Und gleiches passiert auch bei den anderen Schnitten. Also wenn wir jetzt parallel zu dieser rechten Seitenfläche schneiden, also hier lang, dann kommt dieser Flächeninhalt bei dem ersten Schnitt 2-mal hinzu und dann bei diesem zweiten Schnitt noch weitere 2-mal. Das heißt, wir haben dann insgesamt also 6-mal den Flächeninhalt der rechten Seitenfläche. Und wir bekommen ihn dann auch noch 6-mal für die Deckfläche, wenn wir so lang schneiden. Jeweils 2-mal und dann insgesamt 6-mal. Und wenn wir uns jetzt einmal diese Formel für den Oberflächeninhalt anschauen, dann sehen wir, dass jeder Summand 3-mal so groß ist wie die Summanden des ursprünglichen Oberflächeninhalts. Und daraus können wir schlussfolgern, dass unser gesuchter Oberflächeninhalt 3-mal so groß sein muss wie der Oberflächeninhalt des ursprünglichen Quaders. Und damit ist die Antwort B die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.